Hamburg-Ottensen. Auf einem Areal von mehr als 50.000 Quadratmetern wird fleißig an der Zukunft des Stadtteils gearbeitet. Eine Transformation hin zum Ottensen von früher, aber neu gedacht. Die beiden Quartiere liegen nebeneinander, sind vernetzt, aber doch unterschiedlich. Für das Max-Brauer-Quartier haben die Arbeiten erst vor wenigen Monaten begonnen. 460 Wohneinheiten, 6- bis 7-geschossig, verdichtetes Wohnen, aber mit Anspruch. Da versucht man natürlich mit hohen Außenraumqualitäten gegenzuarbeiten. Also man durchgrünt das Quartier stark, Thema Gründächer mit Photovoltaikanlagen. All das sind Komponenten, die den Menschen ein behagliches Wohnen ermöglichen soll, aber eben doch zentral und mitten in der Stadt. Das Baufeld selbst war zuvor keine Brache. Hier stand 40 Jahre lang das Euler-Hermes-Versicherungsgebäude. Der Weiße Riese, er wurde im vergangenen Jahr klimaschonend abgerissen und verwertet. Hier ist eine Besonderheit, dass viel von dem Abbruchmaterial im Untergrund untergebracht wird. Das spart dann auch Ressourcen, weil man nicht neues Material ranholen und das andere wegfahren muss. Das flächenmäßig größere Quartier sind die Kolbenhöfe, wo die Bebauung bereits fortgeschritten ist. Insgesamt 420 Wohnungen. Auch hier spielt Nachhaltigkeit eine große Rolle, nicht zuletzt historisch. Überreste von Produktionshallen, sie gehörten zur Kolbenschmidt-Fabrik. Ein großer Zulieferer für Flugzeug- und Autoindustrie. 2008 kam das aus. Diese Vergangenheit des Geländes bleibt ein Stück weit erhalten. Der optische Clou ist natürlich, dass wir Altbestände so belassen haben, dass wir die Bestandsfassaden der Hallen so gelassen haben, dass das nicht alles nietelnagelneu ist, sondern dass wir bestehende Sachen mit integrieren. So wird etwa das Hamburger Konservatorium hier ein neues Zuhause bekommen. Musik in der Industriearchitektur, die sich noch anders mit Leben füllen soll. Die Herausforderung in diesem Quartier war natürlich, das hier in Ottensen zu integrieren. Ne? Also daraus eben einen lebendigen, vielfältigen Standort zu machen, aber auch das Handwerk hier auch zu erhalten, was hier auch immer ansässig war. Und diese beiden Themen Wohnen und Arbeiten statt der kurzen Wege hier so aufrechtzuerhalten. Wohnen und Arbeiten zusammenbringen, der Ort dafür liegt praktischerweise in der Mitte der beiden neuen Quartiere. In der bereits modernisierten Gewerbehalle darf Krach gemacht werden, von der Schreinerei bis zur Motorradwerkstatt. 26 Betriebe, alle wollten Teil der lokalen Ökonomie bleiben und sie konnten sich mit ihren Argumenten im Planungsprozess auch durchsetzen. Das hat Tradition im Stadtteil, also im Hinterhof wurde früher immer gearbeitet und vorne gewohnt, das kennt der Altonaer. So derjenige, der natürlich jetzt hier neu herzieht, der kennt das natürlich nicht, aber der wird es dann kennenlernen. Künftige Nachbarn müssen einen gewissen Lärmpegel hinnehmen, so steht's in den Verträgen. Ländliche Ruhe wird man ohnehin nicht finden, denn neben dem Straßenverkehr verläuft hier die S-Bahn zwischen Altonaer Bahnhof und Blankenese. Diese Strecke ist für das neue Wohngebiet ein sehr wichtiger Faktor, wie auch die Bezirkspolitik weiß. Wenn man neu baut, ist ja immer, wie kommen die Menschen dahin und wie kommen sie wieder weg? Und da haben wir natürlich hier einen riesengroßen Vorteil, dass wir hier schon eine schienengebundene Anbindung haben. Hier fahren auch Busse, also ÖPNV ist hier gut vertreten. Wie gut das öffentliche Verkehrsangebot für tausende neue Bewohner wirklich sein wird, die Bewertung steht noch aus. Die neue S-Bahn-Haltestelle, die entlasten soll, wartet auf ihre Fertigstellung. Und in wenigen Jahren sollen noch mehr Menschen in Altonas Westen ziehen. Dann werden die alten Henkel-Schwarzkopfhäuser abgerissen als Folgeprojekt hinter den Kolbenhöfen. Es bleibt also spannend im Stadtteil Ottensen.